Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 22 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Und ja, am Dienstag um 19.30 Uhr gibt es den nächsten FIFA Mobile Livestream hier auf meinem Kanal, Freunde. Dann ja, gibt es nochmal ein schönes Pack Opening zum neuen WM Event, was ja jetzt draußen ist, Freunde. Da werden wir dann ein Pack Opening machen. Ich habe richtig Bock, Freunde. Da werden ordentlich Packs geöffnet. Mal gucken, vielleicht sehen wir auch heftige Spieler. Wäre eigentlich ganz nice. Und ja, gestern kam auch noch das Video online, was alles Free-to-Play ist. Also falls ihr das noch nicht ja, gesehen habt, checkt es auch nochmal gerne ab. Da könnt ihr dann euch nochmal ja, die Spieler zusammensuchen, die ihr gerne hättet. Also jetzt auf Free-to-Play gesehen, da gibt es nämlich noch ein paar coole Optionen an Spielern, die da Free-to-Play sind. Also schaut es auf jeden Fall an, wenn ihr es noch nicht getan habt, Freunde. So, dieses Video wollte ich jetzt nochmal nutzen, um ja, um drauf ja, aufmerksam zu machen, was ich im Livestream gemacht habe. Weil wir hatten ja am Donnerstag ja noch einen Stream und da ist auch viel passiert, Freunde. Im Stream ist viel passiert. Ich habe viele Packs geöffnet hier im neuen Event, WM-Event. Ich habe mir schon einen neuen, oder besser meinen ersten WM-Spieler gekauft. Im Team ist er auch schon drin. Also da ist ordentlich was passiert, Freunde. Da wollte ich jetzt einfach nochmal dieses Video dafür nutzen, um euch das alles zu zeigen. Genau, weil es war auf jeden Fall viel, Freunde. Es war auf jeden Fall viel. Ich würde sagen, wir fangen erstmal direkt hiermit an. Ich habe, genau, was war das hier? Genau, hier beim Bonuspunkt habe ich nämlich hier schon mal die ersten Packs geöffnet. Ganz genau, da sind wir jetzt hier Richtung, ja, ich hole mir wahrscheinlich, also ich möchte mir eigentlich hier einen Van Persie holen. Mané werde ich mir wahrscheinlich vom Markt kaufen. So sieht es jetzt aktuell aus. Genau hier habe ich schon wieder ein paar Punkte angespart. Aber Freunde, das machen wir natürlich dann alles im Stream zusammen. Da habe ich aber auf jeden Fall schon mal angefangen. Was ja auch cool ist, Freunde, es wird ja jetzt hier alle 12 Stunden. Nicht alle 12 Stunden. Ach, ich bin lost. Nicht alle 12 Stunden. Alle 24 Stunden aktualisiert. Hier haben wir dann halt auch schon gespielt. Durchgeballert, alles gemacht. Genau, dann hatten wir hier Programm-Token. Da habe ich auch nochmal viele Packs geöffnet. Da hatte ich so viele Punkte noch. Aber krasses gezogen habe ich jetzt da jetzt, soweit ich weiß, erstmal nicht. Genau, ansonsten, genau, Wochenendrang kommt erst. Jawohl, genau, hier hatten wir auch nichts und hier hatten wir auch nichts. Und wo wir wirklich viele geile Spieler gezogen haben, war im Star Pass, Freunde. Hier hatte ich mir nicht ordentlich Spieler. Ihr seht, hier 100 plus hatte ich einmal, zweimal. Ja, zweimal habe ich hier 100 plus Spieler gezogen. Dreimal insgesamt im Shop noch. Da werde ich euch gleich zeigen, was ich gezogen habe, Freunde. Und zwar, ich zeige euch das. Ich zeige euch das ganz, ganz schnell, Freunde. Hier seht ihr, ich, ja gut, Gue habe ich mir vom Pass geholt. Foden habe ich mir auch vom Pass geholt. Und ja, dann habe ich nochmal zweimal Foden gezogen, was natürlich, ja, was nicht so lecker war. Einmal Shaw, Freunde, haben wir auch noch dabei. Und ein Dia 100. Der war auch noch mit von der Partie. Ansonsten, ja, könnt ihr halt sehen, ich habe zweimal noch Robinson, zweimal hier Passwehr. Ja, also die Ausbeute war nicht so gut, würde ich jetzt sagen. Ausbeute war nicht so gut. Ich habe schon einige gesehen, die haben hier aus diesen 100-Plus-Packs Van Dijk gezogen, Koulibaly. Ach, und dann komme ich hier mit meinem Foren, Alter. Das ist schon ein bisschen bitter. Und Foren geht halt auch nicht raus. Ja, was soll man machen, Freunde? Was soll man machen? Aber, Freunde, was dafür sehr geil war, Freunde, ich habe mir nämlich meinen ersten WM-Spieler gekauft, einen richtig geilen, und ihn auch ins Team gestellt, Freunde, und ich zeige ihn euch direkt jetzt hier mal, Freunde, da ist er. Ich habe jetzt einen 110er Virgil van Dijk, Freunde, let's go, ist doch geil, mein zweiter 110er Spieler. Ich habe mich für Van Dijk entschieden, ich habe mich überlegt, vielleicht Van Dijk, ja, aber habe mich für Van Dijk entschieden, weil der einfach bombastische Stats hat, Freunde, guckt euch diese Stats an. Und der anderen Innenverteidigung kommt dann Ferdinand vom Pass. Und dann, boah, ist die Innenverteidigung schon mal wieder richtig geil, Freunde. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig geil. Hier kommt ja dann ein Dings rein. Ein Sadio. Hier kommt Van Persie. Rechtsverteidigung, mal gucken. Ich hoffe ja, dass ein Messi, also Messi wird 100%ig kommen, das ist klar. Ich hoffe mal, dass Messi dann diesmal als rechter Flügel kommt. Dann stelle ich mir Messi als rechten Flügel rein. Genau, so sieht es erstmal aus. Ansonsten, ja, Mittelfeld bleibt erstmal so. Vor allem Scouts bleibt sowieso, weil ich habe so lange auf den drauf geschwitzt. Dann müssen wir gucken, der ist. Er ist nur noch 40 Millionen wert. Ey, es tut so weh. Wie viel habe ich den gekauft? Für 80, 90? Och, es tut immer wieder aufs Neue weh, wenn so ein Marktcrash kommt. Och, Mann, ey.
Wirklich, das ist wirklich bodenlos. Allein der Licht, den habe ich immer noch nicht verkauft. Der Licht schimmelt bei mir immer noch auf der Verkaufs... Also, ich mache ihn jetzt auch erstmal runter. Das hat keinen Sinn. Es ist wirklich krass, wie der auch jetzt runtergegangen ist. Junge, Junge. 25 Millionen noch für so ein Licht. Sogar weniger wahrscheinlich. Weil der halt noch ein bisschen sinken wird, weil es halt so einen großen Verkaufswert gibt. Ach, Freunde, es tut einfach weh. Ja, Mané werde ich mir kaufen, aber gut, den gibt es halt nicht auf dem Markt. Ja, Ronaldo ist auch gesunken. Boah, der ist auch richtig gesunken, aber den werde ich wahrscheinlich mir nicht holen, weil ich mir halt einen Van Persie reinstellen werde. Genau, auf jeden Fall, ja, Ferdinand möchte ich ja haben. Der wird auch kommen, das ist klar. Und der wird dann in meine IV kommen. Wie steht es eigentlich um Koulibaly? Ist auch nicht besser, ne? Koulibaly ist auch nicht besser. Ach, auch noch 20, Alter. Bei dem ist ja noch ein bisschen schlimmer. Junge, der war bei 60 Millionen damals, ne? Neymar, ist bei 40, den war auch mal bei 80 Millionen. Alter, es ist wirklich krass, ne? Es ist wirklich krass, was wieder mit dem Markt passiert ist. Also die ganzen Prime Icons, okay, also hier die oben, die Prime Icons. Guckt euch an, Casillas, 40 Millionen. Es ist geisteskrank. Ist DVG noch runter? Okay, aber der wird wahrscheinlich auch noch sinken. Cannavaro auch runter. Junge, Junge, Junge. Klose, Petit. Alter, es ist wirklich jedes Mal aufs Neue krass, wie die alle droppen, ne? Alter, hier Lewandowski auch, ne? Der war auch bei 50, 60 Millionen damals immer. Boah, es ist wirklich krass. Es ist krass, Freunde. Es ist, wie gesagt, man erkennt immer dann, wenn dieser Mark Crash kommt, Alter, was hat man für Coins damals rausgeschmissen? Aber das ist halt das Ding. Da konnte man ja nicht wissen, dass in ein paar Wochen wieder so ein krasser Mark Crash kommt. Also es ist halt wirklich, ne, es ist unberechenbar dieses Jahr mit dem Markt. Es ist wirklich unberechenbar. Aber ja, ist halt so, Freunde. Ne? Kann man nicht ändern, ist halt so. Und ja, Freunde, ich würde sagen, das soll es jetzt erstmal gewesen sein von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst kein Abo da, dann sehen wir uns morgen in alter Frische wieder, Freunde. Macht's gut, bis morgen. Morgen gibt's auf jeden Fall das nächste wilde Video, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das wird auch wieder sehr, sehr geil, wahrscheinlich mit ein paar Packs. So kann ich mir das vorstellen, Freunde. Und genau, dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut, haut rein und ciao.